Herzlich willkommen zur Alpenversion 2022. In diesem kurzen Film stelle ich Ihnen die großartigen Neuerungen im Bereich der Öffnungen vor. Fenster oder Türen können seit jeher in der Alpen einfach generiert werden. Simpel verständliche Dialoge ermöglichen Ihnen ein effizientes Modellieren von Gebäudeöffnungen. Neu wurden sämtliche Eigenschaften in die Eigenschaftenpalette integriert. Dies ermöglicht Ihnen ein besonders effizientes Ändern. Alle Eigenschaften oder Anpassungen sind direkt live ersichtlich. Weiters wurde im Bereich der Aussparungen die Möglichkeit integriert, dass Aussparungen oder Öffnungen über Kopf separat definiert werden können. Wie das alles genau funktioniert, schauen wir uns nun gemeinsam an. Wir haben hier unser tolles Modell von einem Feuerwehrdepot. Im Bereich der Werkstatt wollen wir nun die Neuerungen der Fenster anschauen. Ich habe mir hier den Gebäudeteil der Werkstatt mal rausgefiltert. Durch einfaches Anklicken der Öffnung werden nun sämtliche Eigenschaften in der Palette angezeigt. Alle Parameter der Öffnung, wie Öffnungsdimensionen, Einstellungen für die Anschläge und so weiter, sind nun hier in der Palette ersichtlich und sofort änderbar. Wir gehen mal hin, ändern mal die Öffnungsbreite und Sie sehen, diese wird direkt live abgetragen. Selbstverständlich können auch mehrere Öffnungen gemeinsam verändert werden. Wir gehen mal hin, selektieren uns die gewünschten Öffnungen, wechseln wiederum in die Palette und können hier zum Beispiel die Brüstungshöhe ändern. Wir wählen hier mal einen Wert von 50 cm und Sie sehen, diese werden direkt live nachgeführt. Als weiteres wollen wir den Anschlag noch verändern. Sie sehen, Sie können jede Wandschicht über das Wählen der entsprechenden Schicht ansteuern und somit Änderungen entsprechend der Maße vornehmen. Auch das haben wir gemacht und in einem weiteren Schritt wollen wir nun noch die Verblendung ergänzen. Wir holen uns hier das entsprechende Verblendungselement und fügen das bei den Öffnungen ein. Sie sehen, auch das ist möglich, hier noch die Dimension der entsprechenden Verblendung. Ich klicke in die Öffnung rein und schon werden diese einfach auf Klick ergänzt. Das eine großartige Neuerung, welche viel Zeit bei der Gebäudemodellierung spart. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel mit einem etwas geänderten Fassadenaufbau. Ich selektiere mir wiederum sämtliche Öffnungen, die ich verändern möchte und möchte hier in den Öffnungen eine Zarge einsetzen. Auch das kann ich einfach machen, indem ich die entsprechende Schicht auswähle, die Zarge aus der Bibliothek hole, dies bestätige und schon wird diese auf Klick in die entsprechenden Öffnungen eingesetzt. Als weiteres können wir nun natürlich noch den Schnitt aufrufen, damit wir die modellierten Bauteile genau betrachten können. Wie Sie vielleicht in meinen vorhergehenden Filmen gesehen haben, wird dieser nun direkt perspektivisch angezeigt, was für die Kontrolle des BIM-Modells natürlich sehr von Vorteil ist. Selbstverständlich können mit der Eigenschaftenpalette auch Türöffnungen verändert werden. Wir haben hier zwei Türen im Bereich der Werkstatt. Wir wählen uns mal eine Kameraperspektive für den Innenbereich und wählen uns die beiden Türen aus. Wie beim Fenster werden nun sämtliche Parameter in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Wir wollen nun die beiden Türblätter ändern und hier eine Türe mit einem Glasschlitz wählen. Wir wählen diese aus, klicken auf OK und schon werden die entsprechenden Türblätter eingesetzt. Knapp unter der Decke haben wir hier drei Leitungsdurchführungen. Diese wollen wir nun noch mit Aussparungen versehen. Ich wähle mir hier wieder die perspektivische Schnittdarstellung, damit ich das Modell besser betrachten kann. Im Weiteren übernehme ich hier eine Aussparung und setze diese Aussparungen bei den drei Leitungsdurchführungen ein. Die Aussparungen sind nun korrekt eingesetzt worden und ebenfalls im 3D-Modell ersichtlich. Was mir noch nicht gefällt, ist die Grundrissdarstellung. Da diese Aussparungen über Kopf liegen, soll die Stielfläche in der Wand natürlich durchlaufend sein. Auch hier bietet uns Alpan eine neue Option, damit wir bestimmen können, ob das Bauteil innerhalb des Schnittbereichs liegen soll oder über Kopf. Sie sehen das zum Beispiel bei der Türe, obwohl das sicher nun wenig Sinn macht. Das heißt, durch Anwählen der entsprechenden Checkbox wird die Stielfläche der Wand durchgeführt.
Mit den neuen Möglichkeiten im Bereich der Öffnungsmodellierung wird das Erstellen des Gebäudemodells stark vereinfacht. Viele weitere großartige Neuerungen finden Sie wie immer bei uns auf dem YouTube-Kanal oder direkt unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Osläufen.